Einsatz unter der Staatsbrücke für die Salzburger Abfallentsorger. Die Mitarbeiter des Magistrates übersiedeln die Quartiere in Container beim Park-and-Ride-Platz Salzburg Süd. Sie sollen den Bettlern bis Mai als Notunterkünfte dienen. Die Quartiere sind auf einem Parkplatz innerhalb der Stadt. Das sind Wohncontainer, die also eine Zwischenlösung sind, denn Anfang Mai hat die Caritas, öffnet die Caritas ihre Notquartiere und dann können die Menschen übersiedelt werden. Es ist so, hier ist Gefahr im Verzug. Kann jederzeit den Menschen selber was passieren oder einem Passanten etwas passieren. Einige der Bettler hatten Schlafstätten auf Holzplanken über das Salzach. Diese Planken entfernen die Magistratsmitarbeiter ebenfalls. Die Bettler wurden letzte Woche über die Aktion informiert. Ja, wir hatten ursprünglich bei unserer Besprechung ja auch so ausgemacht, dass die Bettler das selber kommen und ihre Sachen rausräumen. Nachdem sie aber nirgendwo aufzufinden sind, ist sozusagen Plan B und deswegen auch die Verzögerung Plan B in Kraft getreten und wir räumen raus und wir bringen das halt dann hinunter. Uns wäre viel lieber gewesen, sie hätten ihre Quartiere selbst freigeräumt.